Deutsch heißt dies Abstauber. Die Information erhielt ich, da war ich 14, 15, 16 oder 17 Jahre alt. Da gab es das Wörterbuch Deutsch-Türkische Schimpfwörter. Darin wurden Wörter erwähnt wie und eben auch das Wort Yürütücü, ein Wort mit viermal dem gewissenen Vokal Ü. Wir haben ja Ä, Ö und Ü über unseren Vokalen A, E, I, O, U. Die Laute in unserer Sprache Deutsch sind also solche A, E, I, O, U oder Ä, Ö, Ü. Und eben auch in der Sprache, die ich jetzt nicht nenne, ob Türk, Arab und Co., wie sie heißen, auch angewandt werden. Und ich fand damals schon Mitte des Teenagerseins das Wort Yürütücü einfach wertvoll, denn heutzutage auch auf Deutsch, was bedeutet Abstauber? Und dazu ist mir dann zum Beispiel, um es zu erklären zwischen uns kulturell, was meinst du mit Yürütücü und wir mit Abstauber, versuche ich jetzt auf Deutsch zu sagen. Ein Abstauber ist zum Beispiel jemand, der abstaubt. Das heißt, stell dir vor, auf einem Tisch, einem schönen Holztisch, ist Pulver drauf. So leuchtendes Pulver. Ach so, Goldstaub. Goldstaub liegt auf dem Tisch. Staub. Goldstaub. Das Wort heißt abstauben. Und daher stell dir vor, du schaffst es, wie auch immer, all diesen Staub auf diesem großen Holztisch, dieses Gold als Beispiel, einzusäckeln, also einzustecken, zu dir zu fügen, sodass du es hast. Dann hast du gestaubt, abgestaubt, Abstauber. So. Heißt bis jetzt in meinem Erfahrungshorizont Yürütücü. Vierfach Ü. Das Wort auf der Welt mit den meisten Üs, die es in Deutschland und Türkei gibt.